Sie haben eine Psychose. Wie soll ich denn so meine Gemälde loswerden? Dafür können Sie nichts. Schau mich nicht so an! Alles geschieht in Ihrem Kopf. Es ist nicht immer ganz normal, was Sie tun. Aber mit den richtigen Medikamenten und einer guten Maltherapie bekommen wir das wieder in den Griff. In einem meiner vorigen Leben war ich Taxifahrer. Nur eine Runde. Dann steige ich aus. Die Welt kotzt mich an. Sie kotzen mich an. Ich habe Kaffee auf meinem Zimmer. Wie bist du denn an den? Das sage ich dir, wenn wir ihn gemeinsam trinken. Ich, Dummkopf, habe ich ernsthaft geglaubt, dass ich wichtig genug bin, dass sich Beuys mit mir persönlich trifft? Klaus-Dieter? Jeder Mensch ist ein Künstler in seinem Tun. Ich habe mir nur mal in den Kopf gesetzt, dich zu unterstützen. Daran, dieser Krankheit. Verzaubert. Das ist übrigens das Weiß von Beuys. Claude Chaté. Das ist der Künstlername, den ich dir gerne geben möchte. Du hast mir nie erzählt, dass du Beuys kennst. Ich habe das Gefühl, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Schön, wenn Sie da nichts machen können. Ich würde sagen, dann haben Sie Ihren Beruf verfehlt. Mach sofort die Tür auf! Spielen wir wieder Spiele? Ich liebe dich. Der Arzt hat dir nichts gesagt? Du hast mit ihm gesprochen? Der Espresso war immer gut. Außerdem hat sie dich nicht verdient. Haltet verdammt nochmal eure Scheißfressen! Deswegen muss man ja auch den Kunstbegriff erweitern auf die ganze Menschheit.